Moin zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde GTA 5. Wir müssen jetzt den Rest der Gang ausschalten, deswegen steigen wir mal eben aus. Und ich werde versuchen, nicht drauf zu gehen. Okay. Was soll ich eigentlich nochmal tun? Was steht denn gerade in der gar nichts? Statistik-Info. Wiedervereinte Freunde. Begeht ich zum... Mit mir sitzt... Platziere die Haftbomben an den Wohnwagen. Ah, okay. Ich schätze mal, er meint diesen Wohnwagen. Oder einfach alle, die hier markiert sind. Wie auch immer. Ah, okay. Der hier. L drücken. Und wähle mit R die Haftbomben aus. Ah, ja, okay. Haftbombe, yeah. Nähere dich und ziele mit R. Drücke dann, um die Haftbombe zu werfen. Ach so. Ah, ja, okay. Ist die Frage, wie komme ich denn jetzt daran vorbei? Denn da stehen ja recht viele. Soll ich das an dem Wagen platzieren? Oder an dem... Ich glaube schon, ne? Ich werf's einfach mal. Kann ja nicht schaden. Und ist auch recht nah an denen dran. Aber ich glaube, das war falsch. Egal. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob ich irgendwie in die Nähe von denen kommen darf. Ich denke eher nicht, oder? Die sehen mich doch dann und dann denken sie sich, ja. Den töten wir jetzt. Oh oh. So, Kamehameha. Oh. Ich bin das nicht. Ich bin nicht hier. Wow, noch einer. Und da hinten noch zwei. Ach du Scheiße, ich darf, glaube ich, nicht entdeckt werden. Komm. Ja, geil, die kann man echt weit werfen. Das ist richtig cool. Komm, einfach mal just for the lulz. Scheiße, hat nicht geklappt. Komm, nochmal. War aber der falsche. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wir können einfach alles wegsprengen. Ich spreng die ganze Welt in die Luft. Das ist aber... Das war, glaube ich, zu weit. Nee, war perfekt. Löse die Haftbomben aus. Ich sollte vielleicht erstmal weggehen. Ah, ein bisschen auf Entfernung gehen. Oh, das ist falsch. Hier lang? Genau, hier lang. Und dann... Weggucken. Oh ja. Alter! Die Verkleidung hätte mich jetzt eigentlich getroffen. Das tut mir natürlich schrecklich leid. Wollte ich nicht. Hi, na, wie geht's dir? Nein! Ich dummer Spast! Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass er so viel Schaden macht. So, dann laufen wir mal weiter. Jetzt habe ich gerade ein paar Tic-Tacs ins Mull genommen, weil ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Hä? Ach, sie rennt einfach nur weg. Okay. Begib dich nach Los Santos. Ah, ja, geil. Cool. Komm, dich kriege ich noch. Aber irgendwie gefallen mir die Quests mit ihm. Also, die sind so schön aggressiv im Vergleich zu den vorherigen. Boah, Trevor, ey. Also ist er eigentlich gar nicht großartig sauer auf Michael. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Freude und Aggressivität. Can you tell me a story? No way. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it.
I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile. Oh. This station is a mind blower. It takes you from. That's it. That. Oh, falsche Taste. Giant Sprawl. Los Santos. Hä? Kann er mal die Geschichte weiter erzählen? Nein! Alter. Nein! Oh, das ist ein bisschen tief. Oh, fuck. Alter. Komm, fahr! Scheiße, Mann. Da will man einmal eine Abkürzung nehmen und dann sowas. Oh, oh, nice. Es geht. Es geht. Komm, das schaffst du, Wagen. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Ja! Er schafft's echt? Nein! Ah! Okay, ich fahr einfach dran vorbei. Einfach dran vorbeifahren. Halt doch einfach deine Fresse. Du verblödeter Bastard, Mann. Oh. Ihr seht schon, mein Fahrstil ist einzigartig. Ich bin einfach echt begnadet, was das angeht. Und Ziel! Oh. Hä? Soll ich da noch hinlaufen? So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Doch, ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie sich alle noch anfreunden. Ich meine, er ist ja immer so drauf. Er ist ja immer so aggressiv. Los Santos, the city of shitheads. Where else would he be? It's Vespucci Beach, where he's staying. Ja, und nach der Mission können wir auch bestimmt wieder Michael spielen. About that boy, Trisha? Ja, die Geschichte. Where were we? Right. So, this kid. He could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him. Ach so, das ist also seine Vorgeschichte. It was. Sent him to a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. So she could make more money stripping. Maybe oh. On the side without call work, but you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls, and the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off when it all went to shit, and Mike got killed and Brad went to jail. Did all the names just change, or am I missing something? Oh. We're near Floyd Town. Ah, stimmt, wir sind fast da! Nein! I've seen it on iPhone maps. I'll give you directions. Oh, das ist aber nett von ihm. Now,
Now keep going. Just straight over this one. Und jetzt nach rechts. Und da wären wir. Ach so, fuck. Da ist es. This is the place. I think it is at least. Floyd! Floyd! Ach, ganz unauffällig, der Typ. Wo denn hoch? Wie denn hoch? Hier, ach so, da hinten durch. Glaube ich. Ah ja, hier ist es. Ich war gerade ganz leicht verwirrt, wisst ihr? Komm, schneller! Me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you, Wade! I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah. Trevor, zieh doch bitte einfach mal ein neues T-Shirt an. Du hast gerade irgendwie 200.000 gemacht. 100.000, 60.000. Bei einer Mission. Und kann sie noch nicht mal ein vernünftiges T-Shirt anziehen, Mann? Was ist denn das? Ach cool, das ist mein neuer Unterschlupf. Lol. Der will mich hier gar nicht haben und ich ziehe ja praktisch einfach ein, oder was? Naja. 75%, das geht. Cool, die anderen Charaktere sind wieder frei. Aber ich finde es jetzt eigentlich interessanter, ihn hier weiter zu spielen. Denn dann... Oh Gott. Scheiße. Oh, das tat weh. Oh, kennt ihr das, wenn das richtig krass in der Brust weh tut, wenn er niest? Und ja, ihr müsstet... Alter, sticht das. Oh. Woran liegt das? Ist da jetzt irgendwas in der Lunge gerissen oder was ist da passiert? Alter, ist das schrecklich. Also so weh tat das schon lange nicht mehr nach dem Niesen. Egal. Ihr müsst auf jeden Fall alle Gesundheit in die Kommentare schreiben. Oh, krass, was ist das? Ja, und so starb Gemalesmir. Ah. Na? Na, dann nicht. Dann ficken wir halt nicht, Mann. Einen Wagen. Warum nehme ich eigentlich nicht den Wagen, den ich schon hatte? Bin ich scheiße im Kopf? Bitte ignoriert die Frage, nicht beantworten, danke. Ja, da hat man einen neuen Wagen gekauft. Das ist ein schönes Lied. So, okay, ich verstecke mich mal eben, damit ich die Bullen loswerde. So, geh ich in der Ecke. Sollte eigentlich gehen. Oh, ich komme noch nicht mal... Ah doch, ich dachte schon. Alter! Fahr doch! Oh, er fährt dran vorbei, das ist schön. Komm, ja, danke. Kannst du jetzt mal bitte die Bullen loswerden, mein Gott. Komm! Das dauert. Ist ja krass. Oh nein, sie kommen. Ja, go. Oh fuck, er kommt hier rein. Nein. Oh, ich Trottel. Das hätte ich doch riechen müssen. Scheiße. Aber egal, ich glaube, das können wir so machen wie gerade. Dass ich echt einfach hingehe und zu Michael renne. Also in eine neue Mission. Aua. Und ich dann einfach die ganzen Sterne verliere. Das war ja jedenfalls vorhin auch so, ne? Im vorletzten Part oder so. Als ich in eine Bar reingelatscht bin. Alter! Pass doch mal ein bisschen auf! Ach, ist er putzig. Da ist er voll an mir vorbeigefahren. Da tut mir aber leid. Wie weit ist das denn weg?
Ups! Das tut mir aber leid. Oh, jetzt habe ich 2 Sterne. Scheiße. Nur weil das ein Bulle war, ey. Jetzt wird mir gleich sowieso wieder einer entgegenfahren. Ja, da ist er auch schon. Oh, oh. Er fährt genau in meine Richtung. Scheiße. Tschüss. Ich gehe genau in die andere. Ja, jetzt chill mal deine Base hier, Mann. Chill mal deine Phase. Und wenn es so weitergeht, werde ich sie sogar vorher los. Ja. Noch ein bisschen. Ja, nice. Cool. Ja, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Aua. Hä? Die Bullen sind wieder da. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Part. Wenn ihr den hier bewerten könntet. Bis später. Tschüss.